Zwischen 7.000 und 8.000 Menschen kamen zu einer Demo Schwein vor des Bundes. All diese Menschen kamen, um zu zeigen, dass sie gegen Braun und gegen die Nazis sind. Dass wir in Schweinfurt keine Braunen und keine Nazis brauchen. So eine Demonstration für Toleranz und Demokratie hat Schweinfurt, denke ich, noch nie gesehen. 79 Vereine, Verbände und Parteien haben sich zusammengeschlossen zu dieser wirklich großen Demonstration. Schweinfurt hat gezeigt, Braune sind hier unerwünscht. Diese Demo endete in einem großen Familienfest auf dem Platz rund um den Zeugplatz. Schauen Sie sich die Bilder an. Die Bilder sprechen für sich und bedürfen keinerlei weiteren Worte. Sie ganz herzlich zu einer, wie ich meine, kann man jetzt schon sagen, historischen Kundgebung und Demonstration in Schweinfurt und auf Schweinfurter Boden begrüßen. Wir haben, nachdem im Januar eine unleidliche Meldung durch die Medien geisterte, dass sich ein Nazi-Bündnis für den 1. Mai nach Schweinfurt angemeldet hat, ein Bündnis gegründet unter dem Begriff Schweinfurt ist bunt, ein Bündnis für Demokratie und Toleranz.
Und wir haben seitdem versucht, über Aufklärung, Information und Mobilisierung diesen Tag heute hier so zu gestalten, wie er jetzt ist. Ich bin sehr beeindruckt und danke allen, die zum Gelingen dieses Tages mitgewirkt haben und vor allem diejenigen, die heute hier sind und zeigen, Frankfurt ist bunt, nicht braun. Ich darf zu Beginn die Liste verlesen, die mehr als eindrucksvoll ist, wer sich diesem Bündnis zwischenzeitlich angeschlossen hat. Es wird kurz dauern, aber es ist es wert, weil es zeigt, wie breit dieses Bündnis angelegt ist und wie tief verwurzelt die Eigenschaft der Schweinfurter für Demokratie und gegen Rassismus verankert ist. Ja. Okay, es kommen noch 79. Und jetzt der erste Redner, den Ernst Grube, zu uns ans Mikrofon. Ernst Grube ist ein KZ-Überlebender, hat eine beeindruckende Lebensgeschichte und ich bin sicher, dass er zu diesem Thema heute die richtigen Worte findet. Bitte Ernst. Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Anwesende, im Leben gibt es immer das erste Mal. Und für mich ist es heute das erste Mal, dass ich vor einer so großen, beeindruckenden Menschenmenge rede, die gegen Nazis, die gegen den Faschismus ist und die das auch zeigen will. Und wenn ich so diese Organisation höre, die gerade aufgezählt wurden, so zeigen sie, dass es möglich ist, eine ganze Breite von Organisationen aus den verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Bereichen zusammenzufinden, wenn sich alle einig sind, dass man gemeinsam gegen einen, ich sage Feind, etwas unternehmen muss. In diesen Wochen treffen und trafen sich die Überlebenden der Konzentrationslager anlässlich des 65. Jahrestages ihrer Befreiung an den Stätten ihrer Verfolgung und Qualen. Sie erinnern sich an den Terror der SS-Bewacher und an die vielen Kameraden und Freunde, die diesen Terror nicht aushielten und von den Faschisten ermordet wurden. Ermordet wurden Juden, Sinti und Roma, die politischen Gegner des Regimes, die vor allem aus der Arbeiterbewegung kamen, und unzählige Menschen aus den Ländern, die von Hitler-Deutschland überfallen und ausgeraubt worden waren. Weil die selbsternannten Herrenmenschen befanden, diese hätten kein Recht zu leben. Ihr Leben sei lebensunwert, weil sie nicht zur deutschen Volksgemeinschaft, wie die Nazis das nannten, gehörten. Und ich erinnere mich an die Ausgrenzung und Demütigung, die ich als Kind einer jüdischen Mutter mit meinen Geschwistern erleben musste, an das Leben voller Angst im Judenlager Milbertshofen in München und später im Konzentrationslager Theresienstadt. Und ich denke fast täglich an meine Onkel und Tanten, an die Geschwister meiner Mutter, die alle 1942 in das von der deutschen Wehrmacht besetzte Polen nach Piaski und Izbica deportiert und ermordet wurden.